Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Stardew Valley. Genau, in der letzten Folge haben wir ja ein wenig die Gegend erkundet. Heute gibt es keinen, der Geburtstag hat. Genau, was so die Neuerungen sein könnten. Und hier und da haben wir schon ein bisschen was entdeckt. Sehr schön, morgen. Blitz und Donner, dann brauchen wir nicht gießen. Das ist sehr schön, heute aber negatives Glück. Also nicht so viel Glück. Ah ja, die Königin der Soßen. Aha. Oh, richtig. Eine Zuschauerin aus Pelikan hat mir neulich geschrieben. Mal sehen, ihr Name ist Haley. Sie schreibt, ich habe letztens in Zuzu, Susu, wie auch immer, deine pinke Torte probiert und mich verliebt. Könntest du dein Rezept in der nächsten Folge vorstellen? Warum eigentlich nicht? Es ist eine fabelhafte Torte und ihr werdet nie die geheime Zutat erraten. Melone. Genau, wir haben gelernt, wie man die pinke Torte zubereitet. Und deswegen, die können wir dann auch an Haley verschenken, wenn man möchte. Oh, die Melonen sind reif. Okay, jetzt erstmal ganz ruhig. Yuriko, ich brauche Trüffelöl. Frag nicht, warum. Okay. Aha. Ja gut, Trüffelöl. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich das schon machen kann. Ich müsste mal sehen. Dafür bräuchte ich genau das Teil hier. 20 Hartholz, 50 Schleim und ein Goldbarren. Ein Goldbarren. 50 Schleim haben wir hoffentlich, ja. Ah, Punkt, genau. Und wie viel war das Hartholz? Ich glaube 20. Ja, stimmt, und 12 müssten wir sowieso auch nochmal haben. Dann machen wir 32. Ja, super. Genau. Hier. So. Genau, wir hatten in der letzten Folge ja das hier gesehen. Ja, wir müssten 80 Stück sammeln. Das finde ich fies. Das finde ich so richtig fies. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt mache? Gilt das als Sammeln? Nö, ne? Nee, schade. Sonst hätte man das jetzt gut machen können. Bürgermeisterbedürfnisse. Was? Er will nicht sagen, wofür. Vielleicht geht es dich nichts an. Mhm. Okay. Ah ja, stimmt. Richtig. Zack. Aber Trüffel haben wir ja leider noch nicht. So, 3 Stück. Aber wenn wir das denn machen können, dann machen wir das auf jeden Fall. So. Achso, kann ich das wieder wegpacken? Können wir die schon mal da verarbeiten? Und natürlich die Gießkanne und den Melkeimer nicht vergessen. So, ich möchte mich aber erstmal um die Tiere kümmern. Denn ich habe das Gefühl, erst wenn ich das mache, geht es schneller voran, als wenn ich mich da jetzt versuche rechts zu hetzen und dann irgendwie doch zu spät hier ankomme. So, Melkeimer nicht vergessen. Genau, Ziegenmilch, normale Milch. Und noch einmal. Nee, ist immer noch nicht erwachsen. So, sehr schön. Bop, 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 bop. Zu den Hühnern natürlich auch noch hin. Sehr schön. Eine weitere Hühnerfeder. Sehr, sehr schön. Oh, stimmt. Das nächste schwarze Huhn ist schon erwachsen. Hm, sehr schön. Und natürlich raus mit den Süßen. Mäh. Ja, stimmt. Wirklich fehlt nicht mehr viel. Dann könnten wir das Gemeindezentrum komplett fertigstellen. 3 Äpfel, ein Granatapfel. Den Rotkohl hatten wir schon. Von letztem Jahr noch. Da hatte ich mich absolut geirrt. Was fehlte denn jetzt noch? Genau, ein Trüffel. Und ein großes braunes Ei. Oder ein einmal Wolle. Deswegen, also das Schaf brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir das jetzt weitermachen wollen. So, die Melonen sind komplett fertig. Nochmal ansetzen wäre Blödsinn. Weil, ja, die würden ja überhaupt nicht mehr reif werden. Naja, sehr schön. Hier. Gut, das waren, glaube ich, alle Maiskolben. Super. Ich gebe zu,
du, Mais esse ich nicht so gerne. Zumindest so hier den aus der Dose oder hier frischen Mais mag ich überhaupt nicht. Also hier am Kolben, wenn man den so dann isst. Schon gekocht oder so. Ich mag das nicht. Leider. Ansonsten... ja, was ich so mag, eben halt so Puffmais, wie es so heißt, hier diese Maisflips und so. Schmeckt nicht schlecht. Gibt Schlimmeres. So. Ah, die hier sind auch schon fertig. Sehr gut. Ich glaube aber, die brauchen jetzt zu lange. Das wäre mir ein bisschen zu riskant, das jetzt noch anzupflanzen wieder. Alles, was jetzt so 7 Tage braucht, würde ich jetzt auf gar keinen Fall mehr anpflanzen. Da links sehe ich nochmal Würmer. Hier unten noch mehr Mais. Oh, sogar nochmal eine Peperoni. Kann sein, dass ich die gestern sogar übersehen habe. Naja. Ah ne, die hier war auch noch. Okay. Obwohl, kann ich auch übersehen haben. So. Sehr schön. Moment. Da. Na also. Ja, mal wieder eine schöne, schöne Ausbeute. So. Auch schon wieder dieser rostige Sporn. Kann man verkaufen. Bringt zwar so gut wie nichts, aber naja. Ah ja, stimmt. Wir haben ja hier... und 2-mal Milch. Der Hopfen kommt wieder hier hinein. Die Eier und so weiter auch. Genau, die Ziegenmilch auch. So. Genau, die Trüffelmaschine. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Ich würde die gerne hier im Haus einfach hinstellen. Ja, stelle ich sie da erstmal hin. Genau, Sonnenblumen könnten wir zu Öl verarbeiten. Das geht. Und eben halt die Trüffel. Ansonsten weiß ich nichts weiter, was man da machen könnte. Die Peperoni können wir verkaufen. Und so, die können wir auch verkaufen. Mais. Warum habe ich den nicht hier drin? Nee. Ich glaube, eine Herbstkiste, ne? Ja, da haben wir auch genug. So, dann will ich mal nachschauen. Peperoni haben wir soweit genug. Da brauchen wir nicht so viele von für nächstes Jahr. Radieschen. Da haben wir 19. Ja, würde ich nochmal 1 oder 2 Stück dazu machen. Mais haben wir auf jeden Fall auch genug. Ja, dann würde ich jetzt die 4 ruhig verarbeiten. Und... ja doch, Mais kann auch weg. Melonen. Haben wir Melonen? Melonen! 10 Stück? Ja, ich glaube, das reicht auch. So. Den Honig dann einmal verkaufen. Das hier kommt auch noch weg. Sehr schön. Die Gießkanne möchte ich nochmal auffüllen. Dann brauchen wir das am nächsten Tag nicht machen. Ja, hier, jetzt haben wir es um 12 und ich bin schon so gut wie durch mit allem. Kätzchen! So. Und die Radieschen noch verarbeiten. Zack, 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 zack. Heute ist Sonntag. Auf jeden Fall nochmal runter zum Verkaufswagen. Vielleicht finden wir da auch nochmal was Schönes. Oh, genau. Als ich das letzte Mal hier reingeguckt habe, bei den Rezepten, da ist mir das hier aufgefallen. Käfersteak. Ew. Ja gut, wenn man wirklich verzweifelt ist, würde ich schätzen, isst man auch Käfer. Die letzte Zuflucht des hungrigen Höhlentauchers. Wir können aus 10 Käferfleisch uns ein Käfersteak basteln. Nee, das muss ich nicht haben. Blumenfass können wir, glaube ich, schon länger. Kriegerring. Dornenring. Glühsteinring. Imitiert ein konstantes Licht und vergrößert auch dein Radius zum Sammeln von Gegenständen. Okay, ich glaube, den mache ich uns sofort. Also ist es ein Magnetring und ein Leuchtring, so wie ich das sehe. Dann brauchen wir die beiden nicht mehr. Ich gehe aber erstmal kurz runter. Ja, süßes Kätzchen. Ach ja, genau, heute wollten wir auch noch in die andere Mine hinein. Ob wir das nun heute am Sonntag machen oder morgen? Ich glaube, das würde ich wirklich morgen machen. Dann brauchen wir nämlich nur die Tiere versorgen und aber nicht das Feld noch gießen und so. So, wollen wir mal sehen.
Sardelle, Mitternachtskarpfen, den haben wir, glaube ich, schon mal geangelt. Bin mir nicht sicher. Dekorative Laterne, Kaffeebohnen. Ja, Sommer habe ich ja total vergessen dieses Jahr. Aber das macht nichts. Naja, ich möchte trotzdem noch mal kurz Hartholz sammeln. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, wenn wir jetzt so gucken, das wird auf gar keinen Fall was. Ah, sehr schön. Haben wir gleich zwei Stück davon. Die sind ja auch relativ selten. Schleim? Tschüss. Danke. So, die Axt. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir heute jetzt machen könnten. Ich könnte mich, wie gesagt, noch mal ein bisschen mit den... Was? Mahagonisamen? Ein neuer Baum? Platziere dies auf deiner Farm, um einen Mahagonibaum zu pflanzen. Oh mein Gott, ja. Auf jeden Fall. Oh, ist das super. Oh, die geben das auch. Da hätte ich das ja wahrscheinlich schon gestern irgendwie bekommen können. Also in der letzten Folge, meine ich. Oh, und ich habe das nicht gemacht. Egal. Jetzt wissen wir es. Ah ja, 3 Omnigioden. Sehr schön. Ich wollte mich in den Rezepten nochmal rumgucken, ob da irgendwie was ist, was wir jetzt noch basteln könnten, was wir noch nicht kennen, was wir noch nicht hatten und was nützlich für uns sein könnte. Mahagoni. Ich liebe Mahagoniholz. Ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsgehölze. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich bin halt, wie kann man es nennen, ein alter Holzwurm. Ich finde das echt super. Wow, das möchte ich gleich sofort anpflanzen. Da bin ich jetzt richtig baff. Ich glaube, wenn man dann nach oben bei den Schienen entlang geht, vielleicht findet man da ja auch welche. Okay, die möchte ich aber erstmal gesondert aussetzen, um zu sehen, wie die Wachstumsphasen sind. Die möchte ich gerne mitten hier hinstellen. Einen da und einen da. Das ist ja mal großartig. Mahagoniholz. Ist tatsächlich sogar ein sehr, sehr robustes Holz. Und vor allem schwierig zu verarbeiten. Ich habe mal versucht, Haarnadeln aus Mahagoniholz zu machen. Boah, ist das schwierig, das Zeugs zu sägen. Also das ist wirklich garstig. Das behalte ich soweit. Ja, ich muss mich kurz konzentrieren mit dem Wegpacken. Radieschen, dann eben das ganze Gezuppelzeugs hier. Ja, das kriegen wir eh nicht hin mit dem Hartholz. Leider. Ach nee, Quatsch, das habe ich ja weggepackt in den Kühlschrank. Das packe ich erstmal wieder hier oben mit rein. So. Sehr schön. Genau, genauso wie die der Straußenfarn kommt ja auch hier mit rein. Gut, genau, Tee haben wir auch noch ein bisschen. Ansonsten in die Mine. Ich glaube, Pam geht jetzt auch gerade weg, deswegen Blödsinn. Was könnte ich jetzt noch hier hinsetzen, was jetzt nicht so lange dauert? Dass wir Blödsinn, etwas, was jetzt sowieso mehrfach geerntet werden kann, das braucht einfach viel zu lange. Weizen, na, mal gucken. Radieschen, 6 Tage, ist mir zu lang. 7 Tage, 8 Tage. Ja, gemischte Saat, da kann auch sowas wie Melone bei rauskommen und das wäre Blödsinn. Wisst ihr was, ich lasse das jetzt einfach frei. Ist zwar jetzt 7 Tage so ein bisschen verschwendet, in Anführungszeichen, hier der Platz, weil wir da nichts anpflanzen, aber naja. Oh, Pam ist doch noch da. Okay. Dann können wir zumindest mal reinschauen, was wir da jetzt machen können. Die 500 Gold. Naja, ist nichts in dem Fall. Ach, ich wollte mir den Ring basteln. Fällt mir gerade wieder ein. Ich sag's ja, ich und mein Gedächtnis. Echt bekloppt. Aber wir können ja trotzdem schon mal hier reingucken. So, bisher nichts Neues zu sehen. Das kennen wir schon. Der Verkaufsstand hier oben, seine Hütte, ist auch schon lange da. Ja, die Maske hatten wir auch schon mal.
Ja, gehen wir erstmal zu Sandy. Mal sehen, ob sie irgendwelche neuen Waren hat oder so. Oder ein paar neue Gesprächsoptionen. Mal gucken. Dieses Pink immer noch. Genau, erstmal so mit ihr reden. Hier ist es immer sonnig, sogar im Winter. Eigentlich ist es ein wenig zu heiß für meinen Geschmack. Ah ja, genau. Weil ihre Haut dann leidet. Das kennen wir schon. Genau, rote Beetesaat hatten wir schon mal gekauft. Eis, T-Shirt, Kaktusaufkleber, wahrscheinlich so für die Wand. Kann in deinem Haus platziert werden. Große braune Couch. Nee, muss nicht sein. Ja, ansonsten ist nichts weiter Interessantes. Mit dem können wir ja soweit nicht quatschen. Ja, einen kleinen Abstecher in die Mine kann man ja mal versuchen. Hä, hier oben ist jetzt ein grüner Pfeil? Ah, okay. Wurde das jetzt sortiert? So ungefähr nicht nur einfach ein gelber Pfeil für irgendwas, sondern auch ein grüner jetzt für die Sachen, die man so aussieben kann, oder wie? Naja, auf jeden Fall interessant. Gleich sofort die dicken Blobbys. Nein, 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 nein. Okay, tschüss. Nein, nein. Im Moment kein Bock. Ich kann es nochmal so versuchen. Gleich eine Mumie. Nein, danke. Ich weiß, ich bin bekloppt. So. Und zack. Und nochmal. Ja, ich möchte jetzt mich hier nicht großartig lange aufhalten. Nur mal ein bisschen gucken. Da ist der nächste. Na komm her. Ein bisschen Kampferfahrung brauchen wir ja auch noch. Deswegen. Da oben nur ein Stein. Hier unten nochmal Eisen. Ach ja, aber das Übliche, was wir brauchen, Iridium. Ich würde morgen, wie gesagt, mich denn richtig mit, oder für morgen, noch richtig mit Lebensmitteln eindecken. Ja. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch ein bisschen weiter runterkommen. Als das bisschen, was ich jetzt hier mache. Ah, da kommt der nächste. Ich hab's gehört. Nein. Autsch. Sehr schön. Ja, stimmt. Die Schleims geben ja auch so gut Iridium, habe ich noch in Erinnerung. Ich sollte aufpassen. Nein, nein, nein. Der nächste. Nein. Autsch. Ach, gut. Nee, ich gehe lieber wieder raus. Ich habe nichts zu essen dabei. Ich könnte mich nicht heilen. Ich könnte mich höchstens weiter vergiften mit den Pilzen. Und das wäre echt nicht Sinn der Sache. Nur wirklich nicht. Aber was ich mal machen könnte, ist hier nochmal angeln. Ja, sehr schön. Na, ich denke mal ein normaler Sandfisch. Fisch mit Üsch. Ja, sehr schön. Ah, sogar ein Rekordverdächtiger. Sehr schön. Überhaupt ein Rekordhalter. Na, weißt du noch mal was? Ja, eine alte Zeitung. Ich finde das so bescheuert. Warum, wenn er an eine Zeitung anbeißt, in Anführungszeichen, dass denn der Köder verschwindet? Ist doch bescheuert. Das finde ich immer noch so richtig so nervig. Na komm. Na, okay, letzter Versuch. Wenn dann nichts beißt, dann gehe ich weg. Na? Okay, gut. Reicht. Genau, vielleicht hat der Händler hier ja auch was Neues. Oh, das süße Kamel. Ja, das könnten wir machen, aber das, ich würde eher das Rezept dafür holen. Nee, brauchen wir nicht. Hier, 10 Iridiumbarren. Das würde ich auch gern irgendwann holen. Birken-Doppelbett für die Perle? Vergiss es. Das ist meine Perle. Erst wenn da irgendwie ein Mahagoni-Bett wäre oder aus Schwarzeiche oder sowas. Birke ist mir einfach zu hell. Ist auch ein bisschen zu weich, das Holz. Gut, die Tiere müssen wieder gesichert werden. Ich weiß noch, wie früher dann Pam jetzt erst ihrem Weg nachgegangen ist. Und jetzt einfach ist sie weg und sofort bei dem Ort, wo sie eigentlich wäre. Finde ich irgendwie lustig. So, die... Moment, was?
Gunther kann dir mehr darüber erzählen? Ich wollte die gerade verkaufen. Hä? Hatte ich die nicht schon mal abgegeben? Nee, tatsächlich. Ich wollte die eben gerade verkaufen. Meine Güte. Das wäre ärgerlich gewesen. Dann ist gut, dass ich das eben nochmal gesehen habe. So, den Müll, der kommt da hinein. Das kommt da hinein. Den Sandfisch. Mal gucken. Der ist hier. Aber ich habe davon nur den einen. Da das so ein Special-Fisch ist, würde ich den mal hier mit reinpacken. So. Gut, Kokosnüsse kann ich ruhig verkaufen. Und ich lege die Maske mal lieber so weg. So. Bup, bup, bup. Genau, morgen gibt es auch die nächsten Pilze wieder. Ja, beim Verkaufswagen waren wir schon. Da gab es leider nichts Neues. Ich bin aber echt gespannt, oben bei den Schienen, was es da denn noch für einen Weg geben wird. Und vor allem, wie die Mahagoni-Bäume jetzt aussehen werden. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. Genau, die drei hier. Ich muss mir das echt merken, dass ich das nicht aus Versehen wegkloppe. Ich könnte mir das echt so vorstellen. Ich kloppe die weg und dann so, nein! Eule. Gut, den Käse, die Mayonnaise. Und das reimt sich so schön. Ja, wo kann ich die Fackeln hinstellen? Vielleicht hier weiter runter. Ja, eine da. Eine da. Und vielleicht nochmal eine hier. Ja, dann ist das Feld ein wenig beleuchtet. So, 23 Uhr. Ich gehe dann mal wieder pennen. Weil ich sonst nicht weiß, was man machen könnte. Und Holz fällen jetzt einfach nur, wäre auch langweilig. Na also, ich sag's ja, das wird langsam richtig mit unserem Hof hier. So. Der gibt nur 25? Oh, wie langweilig. Naja, aber besser als nichts. Genau, ich wollte uns jetzt auch den Ring basteln. Und heute hat der Zwerg Geburtstag. Da weiß ich, was ich ihm schenke. Eine Höhlenkarotte. Der Wetterbericht für morgen sagt uns leider wieder Sonne voraus. Ich mag keine Sonne. Aber naja. Dann neutrales Glück für heute und Leben vom Land. Gegenstände im Rampenlicht? Fass. Gewöhnlich werden Fässer zur Herstellung von Wein aus Trauben verwendet. Aber wusstest du, dass du Wein aus allen Früchten machen kannst? Oh ja, du kannst auch Saft aus Gemüse machen. Ja, nee. Lass mal. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Höhlenkarotten sind, glaube ich, draußen. Genau hier. Da ist eine. Sehr schön. Oh, wir haben hier auch wieder schön was zu ernten. Die Tomaten. Da unten die Blumen können wir auch ernten. Hier beim Mais habe ich zum Glück nichts übersehen. Ja, die Sonnenblumen. Wenn ich dann auch dieses jetzt überhaupt nichts mehr weiter anpflanze, ne? Ja, dann wird das Feld wieder richtig schön leer sein. Genau, der Weizen ist auch schon soweit fertig. Upp, upp, upp. Na komm. Dankeschön. Hopfen kommt wieder hier hinein. Wie lange brauchen die? 8 Tage. Nee, viel zu lang. Und nochmal 5 Stück hiervon. Ah nee, 6 Stück. Zack. Da. Sehr, sehr schön. Ah ja, genau. So. Die Früchte möchte ich bitte schon mal mitnehmen. Ah ja, gewöhnliche Pilze. So. Aber ich sag's ja, die Pilze sind wirklich um einiges lukrativer als eben die Dingens, die Fruchtfledermäuse. Ah, Kohle. Sehr gut. Halt. Ich habe den Melkeimer vergessen. Schon wieder. Und überall Pilze. Ich finde das super. Hier, es wächst. Gut. Das, was ich hinpacken kann, packe ich hier rein. Was wollte ich? Melkeimer. Genau. Na, komm schon.
So. Genau, dann haben wir heute sehr viel Zeit, um in die andere Mine zu gehen. Ich möchte die Maske aber noch gerne abgeben und mal gucken, vielleicht bekommen wir ja sogar was Schönes dafür. Eins, zwei, drei. Hier. Ah, ich glaube, jetzt ist das Schaf soweit. Jupp. Na, hier. Sag mal. Die Ziege. Danke. Jetzt können wir, glaube ich, das Schaf scheren. Da muss ich jetzt nochmal herkommen. Ah! War ja klar. So, hier. Genau, den Weizen habe ich eben unten auch noch vergessen. Oh ja, die Süßen sind auch soweit gut versorgt. Na, komm schon. Gut, ja. Dann geht's gut. Das ist schön. So, mal gucken. Einmal hier die Eier und einmal die Ziegenmilch. Und wo ist die normale? Da. Dann die Eier auch wieder rein. Gut. Ist zwar ein bisschen immer umständlich mit dem Hin- und Her-Getabbe. Da muss ich mich erstmal wirklich dran gewöhnen. Aber ansonsten ist das soweit ganz gut. Goldene Tomaten. Kann ich nochmal welche hinpacken? Das ist gut. Ansonsten der ganze andere Rest. Genau, die Blumen lasse ich jetzt einfach mal ruhig hier mit drinne. Und den anderen Rest verkaufe ich jetzt einfach. Oder haben wir noch genügend Sonnenblumensaat? 18. Ja, doch, locker. Weg damit. Schön in den Verkauf damit. So. Ich wollte ihm schon wieder fast auf die Maske klicken. Halt, die bleibt hier. So, oh, ich kann schon wieder einen Iridiumbarren machen. So, das mache ich doch glatt weg. Sofort. Genau, unten Weizen, die Sense. Und die Schere, habe ich eben auch schnell noch dran gedacht. Halt, da. Habe ich doch noch einen Maiskolben übersehen. So. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Jetzt können wir auch erstmal die letzte Woche hier in Ruhe lassen, alles. Ah ja, stimmt. Hier, mein Teebäumchen. Dann müssen wir auch nochmal zu Caroline hin. Denn die hat ja auch noch das Teebäumchen bei sich. Da können wir dann auch noch sammeln. Und? Ja, wir haben Wolle. Wir können das nächste Bündel im Gemeindezentrum fertig machen. Sehr schön. Das möchte ich dann auf jeden Fall erstmal abgeben. So, mal gucken. Das kommt rein, das kommt rein. Im Moment, eine Sache wollte ich noch machen. Möglichst nicht hierbei. Nochmal ein bisschen Heu sammeln. Denn hier ist schon wieder ganz schön viel angewuchert. So. Hier unten kann es ja ruhig wuchern. Ich müsste nur mal die Tage ein paar von den Bäumen da unten fällen. So. Sehr schön. Bestimmt hier den Weg ein bisschen frei machen. Und vor allem, es darf nicht bis zum Feld ranwuchern. Das möchte ich auf gar keinen Fall. So, den Weg hier noch schön frei. So. Gut. Hier nochmal. Da nochmal. So. Dann haben wir auch wieder mehr als genug im Silo drin. Ah, perfekt. Das ist fertig. Dann möchte ich gerne die beiden hier nehmen. Und so. Supi. Der Maiskolben, der Weizen. Ja, machen wir ruhig das Heu auch. Mayonnaise. Ah, nein, nicht die Karotte. Es ist einfach manchmal ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl, auf einmal.
Ich glaube, wir kommen auch heute echt nicht mehr. Ich bekomme heute echt nicht mehr in die Wüste. Naja, was soll's. Wir machen das, was wir machen können, was wir machen wollen. Und das ist auch gut so. Zack, zack. So. So, wo habe ich eigentlich eigentlich die Teeblätter hingepackt? Ich glaube, in den Kühlschrank. Jupp. Genau, einmal schnell zu Caroline, dann ins Museum und dann zum Zwerg. Und zum Gemeindezentrum. Das kann man da noch nicht abgeben. Oder kann ich im Moment gar nicht abgeben. So. Oh ja, das kann man eben auch nochmal mitnehmen. Zur Stadt. Ich war wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass ich die Maske schon abgegeben habe. Aber gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist sie jetzt hier. Genau, zu Caroline als nächstes. Ich finde es auch so schön, wenn es hier so regnet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gespannt. Saftige ich kann heute nicht reden. Saftige Käfer gesucht. Hallo, ich suche einen großen Haufen Käferdärme. Je saftiger, desto besser. Zumindest scheinen die Krebse das zu mögen. 100 Stück sollten ausreichend sein. 7 Tage dafür Zeit, okay. Also das bedeutet in der Mine richtig viel davon sammeln. Also das, wisst ihr was, dann gehen wir da oben jetzt in die Mine. Denn das können wir mit Sicherheit gut machen, wenn wir die ganzen... du willst mich verspotten, Kugelfisch. Ja, die ganzen Käfer da noch sammeln wollen in der Mine. Können wir ja immer hin und her. Abigail, ich dachte immer, dass Pelikan etwas trostlos sei. Aber in letzter Zeit habe ich einige Dinge zu schätzen gelernt. Ja, das ist doch schön. Mein Vorrat an Aquamarin geht zur Neige. Nö, lass mal. Sommersaat verfügbar? Ja, das ist das Übliche. Das kennt man ja soweit. Genau, die Box da unten ist dann für Pierre gedacht. Das ist gut. Oh, es ist schön, sie liest. Gut, hier dürfen wir uns ja zum Glück immer nehmen. Eigentlich unfair, denn wir gehen da ja immer hin, holen uns das und dann hat aber sie doch eigentlich gar keine mehr. Naja, mein Garten ist heute glücklich. Und unsere Wasserrechnung wird diesen Monat niedriger sein. Ja, bei vielem Regen ist klar, wenn sie dann immer das nur nutzt. Na komm. Ja, dann wollte ich zum Gemeindezentrum und dann bitte hoch zum Zwerg, zur Mine. Die Wolle habe ich dabei? Ja, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Dann haben wir nämlich das nächste Bündel fertig. Oh, wie er auf uns wartet. Das ist so süß. Moment. Achso, saftige Käfer gesucht. Sammle einen Haufen Käferfleisch. Ja, lege das Käferfleisch in die Tonne neben Willis Haus. Okay. So, und ab Winter haben wir jetzt das Gewächshaus. Oh, ist das schön. Eine Belohnung, nochmal eine Käsepresse. Und? Hihi, sehr schön. Ah ja, stimmt, diese hohe Stimme habe ich ja immer gemacht. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Oh, ist das schön. Oh, ich stehe im Weg. Oh, es sieht so schön aus. Ich habe auch mal gesehen, wie es aussieht, wenn Joja das hier zu einem Lagerhaus macht. Es ist so scheiße und trostlos. Ich muss das wirklich so sagen. Oh, es ist schön. Ich hoffe, dass dann auch hiermit mehr gemacht wird in den nächsten Sachen, Updates und so. Oh, ich finde das echt so schön mit dem Gemeindezentrum. Denn erst wenn es komplett vollständig ist, gehen tatsächlich auch die Leute hier mit hinein. Ja, so süß. Und der verschwindet trotzdem? Ja, natürlich. Wir brauchen nur noch einen einzigen Trüffel, den kriegen wir von unseren Schweinchen. Und dann im Herbst 3 Äpfel und einen Granatapfel. Oh, ist das schön. Das ist so schön. Gut.
Dann haben wir das jetzt auch soweit. Oh, ich finde das gerade richtig toll, dass wir da jetzt endlich so weit sind. Genau, ich spare ja auch nebenbei noch an auf das nächste Haus-Upgrade. Genau, da müssten wir dann mal schauen. Ja, genau, ich glaube, das kostet 50.000, ne? Eigentlich ganz schön heftig. Kann man sich eigentlich dafür sogar ein eigenes Haus richtig kaufen? Naja. So, dann hier für den Zwerg. Bitteschön. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich, danke. Ich habe all das Zeugs von der Oberfläche. Ich hole es mir einfach in der Nacht von deinen Leuten. Du bist ein Dieb? Ah, okay. Was ist dieses Konzept von Privateigentum, von dem du da sprichst? Von dem du sprichst? Naja. Verwitterter Boden? Nee, brauchen wir nicht. Naja, gut. Dann können wir ja mal eben versuchen, das ganze Käferfleisch da zu holen. Ich glaube, ab Ebene 5 oder ab Ebene 10 dürfte das ganz gut sein. Genau. Denn hier schwirren ja... Au! Sehr viele rum. Ja genau, die Steinkrabben. Da haben wir ja auch noch die Mission vom... nicht vom Gemeindezentrum, sondern hier von der Abenteurergilde. Und ja, das haben wir ja auch noch zu machen. Ja, komm. Dankeschön. Schleims müssten wir auch noch machen. Die Leiter habe ich ja schon gesehen. Sehr gut. So. Und dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin, innerhalb von 7 Tagen die 100 an Käferfleisch ranzusammeln. Schön wäre es auf jeden Fall. Ah, lass mich doch durch. Ah, Quarz. Sehr gut. So, hier. Ah, noch ein paar Geoden. Geoden sind immer gut. Naja, Leiter haben wir dort. Ja, stimmt. Eigentlich könnten wir auch noch auf höhere Ebenen, da wo die... wie nennen die sich? Diese Würmer herum existieren. Denn die geben ja auch Käferfleisch. Weil es eben halt Käfer sind, ist klar. So, hier. Da komme ich am besten so rum. Zack. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich den Ring basteln. Ah, das muss ich dann unbedingt machen, wenn ich gleich hier wieder weg bin. Und ich es nicht vergesse. Ich sag's ja. Eintagsfliegengedächtnis. Oder sogar noch schlimmer. So. Nur ein Stein. Ah, da unten ein Rubin. Sehr schön. Oh, gehen wir mal weiter runter. Hier. Zack. Ja, stimmt. Schneller kann man eigentlich gar nicht an Käferfleisch rankommen. Da müsste man wirklich nur hier in die Mine gehen und dann, ja, beim Angeln auf die Kisten zu vertrauen, das wäre einfach nur töricht. Bin ich der Meinung. Weil die halt wirklich nur selten sind, diese Kisten. Selbst wenn man diesen... Ja, wie nennt sich das? Adapter? Modifikation? Was auch immer. Wenn man das für die Angel hätte, selbst damit kriegt man trotzdem nicht so viele Schätze raus. Und ich meine, man möchte trotz allem was Besseres haben als immer nur diese... Das Käferfleisch, ne? Zack. Ich sag mal, wenn ich so 15 am Tag mache, oder sagen wir ruhig 20, dann dürfte das eigentlich ganz gut sein. Wie viel haben wir jetzt schon gesammelt? 5. Ja. Da müsste ich dann wirklich morgens hin und weitermachen. Genau, ich möchte mal eben gucken. Auf Ebene 30. Da waren doch auch ganz viele Käfer, oder nicht? Ah, nee. Mm-mm. Ebene 30 nicht mehr, sagen wir ruhig Ebene 15. Genau die hier meine ich. Davon gibt es ja hier auch sehr viele. Muss man nur einmal den Weg nach unten endlich mal finden. Ui, ui, ui. Weg. Sehr schön.
Denn ich glaube, auf diesen Ebenen ist es dann besser, wenn man das so holt, das Käferfleisch, als wenn man da jetzt nur so bei diesen, ja, random Encountern von den Kleinen sich drauf verlässt. Ist, glaube ich, wirklich besser so. Ah, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. So, hier. Die Rohstoffe ruhig alles mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann. Und zur Not ist es halt nochmal... Ja, perfekt. Weg mit euch. Weg mit euch. Und die geben alle richtig schönes Käferfleisch. Huch. Ah ja, richtig, die gibt es ja auch noch. Diese Dickdas. Super. Stimmt, die Reissprießen. Wie mächtig das Schwert einfach ist. Ich finde das toll. Ja, komm. Ja, so eine Ebene bräuchten wir jetzt immer wieder. Das wäre super. Dann hätten wir ganz schnell diese Aufgabe fertig. Ja, 17 Stück. Ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Dann haben wir jetzt hier alle soweit fertig. Aber wir müssen unbedingt nach Hause. Also das hat sich trotzdem schon gelohnt. Yep. Dann würde ich sagen, versuchen wir das ruhig so zu machen. Erst einmal das Ganze, die Aufgabe hier oben fertig machen. Dann kann man ja trotzdem in der Mine nebenbei noch die Rohstoffe mit einsammeln. Wäre Blödsinn, wenn man das nicht machen würde. Regenstiefel. Das ist ja süß, die Idee. So, eine Käsepresse haben wir noch dazu bekommen. Einen Kugelfisch. Habe ich nicht mal hier mit bei. Okay. So, die Krabbe hier mit rein. Ansonsten, das kann verkauft werden. Die CD möchte ich bitte... Na, komm schon. Da hinein. So, zwei Eier. Und bei den Tieren habe ich auch noch nicht zumachen können. Ah nee, stimmt, es regnet ja sowieso. Die Pilze hatte ich schon? Ja. Sehr gut, dann verkaufe ich das hier nur noch und dann ist die Folge sowieso schon wieder vorbei. Ich sag's ja, es sind wirklich immer 45 Minuten für zwei Ingame-Tage, wenn man das so richtig ausnutzt mit bis um eins oder so warten. Oder halt arbeiten. So. Sehr schön. Ja gut, die paar Minuten haben wir jetzt auch noch. Dann packe ich das... Nein. Die Schuhe da hinein. Und hier. Sehr schön. Dann haben wir auch wieder... Ja, genau. Oh, ist das schön. Dann haben wir am Winter jetzt... Oder ab Winter das Gewächshaus endlich. Super. Und ich weiß auch schon, wie ich den Iridiumbarren verwende. Und zwar werde ich davon einen weiteren Sprinkler basteln. Ach genau, ich wollte noch den Ring machen. Oh, ich bin so doof. Egal. Mache ich dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich muss mir endlich mal Notizen machen. Aber gut, wir haben den Geburtstag mitgenommen. Wir haben dies, das und jenes jetzt noch soweit geschafft. Und das ist doch schon mal soweit ganz gut. Ich will noch mal ganz kurz hier reingucken. Das war der hier. Ja, Solaressenz und Eisenbarren. Haben wir beides da. Genau. Ansonsten dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zu Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.